Schweres Flugzeugunglück in Pakistan. Über einem Wohngebiet der Metropole Karachi ist eine Passagiermaschine abgestürzt. Jüngsten Angaben zufolge waren 98 Menschen an Bord. Der Airbus A320 der Pakistan International Airlines kam aus Lahore und befand sich im Landeanflug auf Karachi, als er abstürzte. Offenbar hatte der Pilot vorher noch einen Notruf abgesetzt und gesagt, dass die Maschine ein Triebwerk verloren habe. Die Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt. Krankenhausangaben zufolge gab es aber auch am Boden Tote und Verletzte. Der wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Flugbetrieb in Pakistan wurde erst vor wenigen Tagen wieder aufgenommen. Wegen des bevorstehenden Festes Eid al-Fitr zum Ende des Ramadan reisen derzeit viele Menschen in ihre Heimatorte.